So, Mahlzeit mal wieder. Ich spiele nach langer Zeit mal wieder Silver Chains. Ich habe jetzt viel zu tun gehabt. Zum 1.8. zwei neue Jobs angefangen. Allerdings langsam. Minijob und eine halbe Stelle. Insofern habe ich da erstmal was anderes zu tun. Musste erstmal klarkommen wieder mit und einarbeiten, einleben etc. Meine Schwester ist aus Frankreich zu Besuch, das heißt, da werde ich mich auch natürlich um vieles mit ihr zusammen kümmern. Aber ich will mal gucken. Silver Chains, ich erinnere mich, wie gesagt, das ist jetzt lange her, ich war am Dachboden und ich habe mich inzwischen nochmal erinnert, jede Menge Scheiße, das war jetzt richtig mit Hide and Seek die ganze Zeit, so wie ich das noch weiß. Aber ich gucke mal, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann breche ich ab. Also das sage ich euch gleich. Ich mache mir jetzt hier erstmal keinen Stress mehr. Also easy going, ne? Nervennahrung gibt's. Schokolade. Guten Nussbalzer vom Aldi. Reklame. Ja, fortsetzen. Fortsetzen. Nüsse. Lecker. Genau. Ah. So, wo haben wir denn alles? Monokel. Kopf der Statue. Entschuldigung, ich brauche immer so eine Minute zum Orientieren. Ach, das Zeug musst du ja finden, das musst du doch hier reintun, ne? Dann haben wir einen Ring und eine Brosche. Okay. Fangen wir mal hier an. Oh, wir haben immer noch keinen Schützenkönig. Allerdings schon lange vorbei, unser Schützenfest. Aha, ich habe da Sachen reingelegt. Musste ich nicht hier auch noch irgendwie... Genau, da konnte ich dann dieses Arkonit, glaube ich, dran machen, ne? Jawohl. Ich habe übrigens nochmal geguckt, was ich da beim letzten Mal noch produziert habe. Da war ich schon mega müde. Das ist einfach... 2 Stunden war eine ganz schön lange Zeit. Das Problem ist... 2 Stunden spielen und 10 Tage nicht spielen. Man weiß nicht mehr, wo man hin muss. Allerdings, mein Schwesterherz aus Frankreich kommt mich mal wieder besuchen. Oder uns. Meine Mama. Hallo. Da ist sie ja. Wie konnte ich denn mal... Ach ja, mit... Mausrad. You betrayed us. Was? Nein. I didn't betray you, I was deceived. But I will rectify everything. You're siding with Georgie. He removed the spell that the nurse Pansen cast. And now he will take all our souls. Now he can't be stopped. My mother died because of this, and I will try to stop this evil. This is your favorite toy. You left it here. You need it for protection. And I found this paper in the things of your mother. It's very important. Das habe ich doch vom letzten Mal schon gefunden gehabt. I have to make it right. Hier. Nüsse. Aber jetzt weiß ich es. Ja klar, habe ich letztes Mal schon gehabt. Ja. Kacke, wie komme ich da wieder raus? Ich habe es vergessen. Ach so, mit E. So, genau. Das konnte ich ja jetzt auch noch hier hinlegen, das Ding, ne? Ja, fehlen aber immer noch einige. Statue, irgendwo war eine Statue, da habe ich noch gesagt, jo. Oder da war eine kopflose Statue. Was habe ich denn jetzt überhaupt für eine Aufgabe? Ludewald.
Nee! Ja. Wie war das mit diesem Monokel nochmal? Mit A, mit R. Kann ich damit was ausrichten? Kann ich damit was finden? Muss ich hier oben rumrennen oder wo muss ich hin oder wie oder wer halt? Wer weiß das? Ach, das ist der Wind. Und da geht es schon mal nicht weiter. Also, ich sag ja, das wird jetzt, tut mir leid, aber wieder ein, oh, ein Schrank. Was heißt das denn wohl? Kann ich da meine Kleidung drin aufhängen? Nein, ich kann. Bin ich wieder der kleine Peter? Das sieht so aus, ne? Von der Frisur her. Hä? War ich hier gerade? Ne, hier war ich noch nicht, ne? Ich bin total lost. Knirsch, knatsch. Ne, ich bin doch, von da bin ich gekommen. Ich finde echt, ich weiß gar nichts mehr. Nur, dass hier ziemlich viel Schrott rumliegt. Googelt das Spiel? Nee, ne? Boah, ey, hallo, hier war ich doch gerade. Was für eine Scheiße. Entschuldigung. Bin ich gar gerade geradeaus oder bin ich da gerade hier lang? Da saß doch gerade mein Schwesterherz. Hier war ich. War ich hier gerade. Da ist ein Ventilrad. Kann ich damit was machen? Nein. Kann ich nicht. Ach, aber hier bin ich doch. Warte mal, hier war doch irgendwas mit. Hey, guck mal. Die wie Taschenlampe, genau, habe ich mir gemerkt. Da hinten leuchtet was. Da schmeißt einer mit Büchern. Da ist eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Der ist a strange symbol. This is a book. Ah, nee. Ach, das ist was. How did you find other Aconites? Look through the eyepiece. Das Monokel weiß der Weg, ehrlich gesagt, mir zu helfen. Ich muss das Monokel schauen. Während ich das Haus absuche, ja. Genau, das war nämlich jetzt. Da hinten. Hinten unten. Da kam ich wieder runter, ne? Ah, ja, ja, ja. Was ja ein bisschen lästig ist, dass er jedes Mal die Taschenlampe ausmacht. Ja, gehe ich jetzt da rein oder folge ich dem Monokel? Ich folge dem Monokel. Was ja anscheinend hervorragend funktioniert. Denn ich komme da nicht rein. Also werde ich wohl wohl oder übel hier rein. Ah, Belleken. Kommt wieder mein kleiner Bruder. Timmy! Muss ich den Ball nehmen? Das ist der letzte Talisman. Ich muss ihn in den Ritualkreis. Ah, okay. Was ich getan habe, ich habe mich erschrocken, habe ich mich, du Assi. Spatzebar. Stimmholz ist für Timmy. Ist zu klein, um zu verstehen, was passiert ist. Er fragt ständig, wo sein Vater ist. Luke, ich bin dein Vater.
Und Ellie redet überhaupt mit niemandem mehr. Peter Lustig, der Sohn des Kindermädchens. Der Sohn des Kindermädchens? Ich bin... Ach! Ich will mit meinen Kindern spielen. Aber sie ignorieren ihn. Und gestern hat das Kindermädchen... Tamsin gesagt, dass... Das was? If I had found this part of the diary earlier, I wouldn't have been deceived by that damn doll. Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Ja. Kommt man hier irgendwo durch, weiter? War ich hier schon? Kommt mir so unbekannt vor. Ja. Muss ich ja schon gewesen sein hier, ne? Lustig, wie der wackelt. Irgendwie kommen diese Räume so unbekannt vor. Aber auch unnütz. Ist ja nichts drin. So, gut. Geht nicht. Zu. Aber ich wette doch drauf, da ist doch was drin. Da muss ich rein. Bloß. Wie? Und wieder die scheiß Taschenlampe aus. Ich kotze. Ach, da unten war das mit dem Foto. Wo ging es denn hier nochmal hin? Ich habe... Römische Zahlen. Q. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Wenn ja, warum nicht? Steht hier oft gerne mal sowas an der Decke oder sowas. Tut's aber nicht. War ich denn hier schon drin? Sag mal, verdammte Axt, das gibt's doch gar nicht. Ja doch, hier muss ich ja. Was ist das denn? Ist das dieses Labyrinth? Ne, hier war ich doch. Hier war ich doch drin, da habe ich doch dieses Puppenteil drin gefunden, nicht wahr? Ach ja, hier war doch auch, das war doch da, genau, ja. Oh, 10 Tage ist eine lange Zeit, verdammte Axt, wenn man das Spiel nicht auswendig lernt. Ein Haken! Ich glaube, ich bin jetzt am weitesten von diesen Dingen weg, wie ich nur sein kann, so ungefähr. Ja! Ihr könnt jetzt gerne immer zwischendurch vorspulen. Ich muss natürlich jetzt hier einmal rumrennen, damit ich so ungefähr weiß, wo ich bin. Und war denn nicht irgendein Treppenhaus, diese blöden Statuen? War denn hier nicht immer dieser scheiß Donner, der den Schützenkönig ankündigt? Boah, leck mich, ey. Ach, hier waren diese ganzen... Da muss doch, warte mal, wenn hier... War da nicht gerade auf der anderen Seite die Tür? Ach, die ist zugetackert. Jetzt verstehe ich. So, aber hier unten bin ich mit Sicherheit nicht richtig. Also, 1, 2, 3 im Sauseschritt. Da habe ich ja irgendwas aufgemacht. Genau, da war dieses Schloss, ne? Da bin ich aber hier ganz am Anfang. Naja, immerhin weiß ich jetzt, dass ich da wieder runterkomme. Wenn ich auch keine Ahnung habe, warum. Oder wozu oder wohin. Schrank. Verstecken. Nein. Aber anscheinend merken, da wette ich drauf. Muss ich jetzt erst den Ball hochbringen, bevor ich weitermachen kann, oder wie ist das?
Ich habe keine Ahnung. Da geht's nur aufs Klo. War ich denn hier auf der anderen Seite schon? Ja, von da bin ich gekommen. Ich guck mal hier unten. Ich meine, irgendwo wären doch hier so eine blöde Statue gewesen. Hier? Nee, hier habe ich die gefunden, ne? Scheiße, ey. Ja. Wisst ihr was? Ich bringe den Ball hoch. Vielleicht ist das ja wirklich so ein blödes lineares Spiel. Also ich muss jetzt erst... Wo ist das denn hier mal? Hier war ich doch. Hier ist doch das Schloss, genau. Nee, nee, nee. Ich gehe erstmal wieder auf den Dachboden. Arschlecken. Arschlecken. Vielleicht kriege ich ja dann Schlüssel für die Tür. Boah, komme ich da nicht hoch oder was? Na also. Nervennahrung. Ich lusche übrigens immer eher. Damit ich die Hilfe frei kriege. Den Satz kann man auch anders deuten, ne? Schön lutschen, damit die Nüsse frei werden. Ja, ja, je doller, wisst ihr ja. Muss man erstmal alles merken, nochmal hier. Und was ist passiert? Nix. Super, Erik. Super. Habe ich jetzt gemacht. Noch eine angezündet. Okay. Ja, der. Da unten. Ja, sonst leuchtet aber auch gar nichts, ne? Das ist jetzt irgendwie... was zu finden wäre. Ja, gehen wir da runter. Also... ich habe ja gesagt, wenn es mir zu blöd wird... vielleicht gucke ich einfach mal, vielleicht möglich. Wieder die Taschenlampe aus. Also Taschenlampe und Monokel geht nicht. Ja, also hier ist ja gar nichts. Es ist ja nicht mal irgendwie... kann ich die Platte wegschieben? Sieht mir so aus, ne? Aber ist es auch nicht. Treppe runter, da ist das Schulzimmer.
17 Dollar. Da ist die Tür mit dem Schloss. Hier ist das Labyrinth dahin, da gehe ich nicht noch mal rein. Geht doch, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Doch, geht doch noch. Aber das mache ich nicht nochmal. Was soll ich hier drin? Ich meine, da habe ich doch, glaube ich, alles gefunden gehabt, oder? Puppenteile, kann ich nicht mit anfangen. Es knirscht und knatscht. Boah, ey. Ja. Ne, also. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen angeknatzt. Weil es gibt ja auch überhaupt, also es ist ja auch irgendwie. Ich muss ihn auf den Ritual, habe ich. Ja, den habe ich doch schon längst weg, du Assi. Ehrlich gesprochen, durch Monokel schauen, während ich das Haus absuche. Ja, kann ich auch, bringt aber nichts, weil ich nirgendwo reinkomme. Weil wenn ich mit dem Monokel gucke, sehe ich es. I can see it in the light. But it's dark at night. Sehe ich irgendwo was, wenn ich einen Hinweis finde. Nein, man sieht aber ja auch nichts, ne? Ja, macht mich gerade so ein bisschen stinkig. Laufen wir nochmal hier runter. Hilft ja nichts. Da hat es mir die Puppen um die Ohren gehauen. Genau hier hinten war ja dann die Puppe drin. Use the monocle, habe ich getan. Ja. Ist die Puppe denn überhaupt noch da? Ne, der ist auch gar nicht mehr hier. Komme ich denn da jetzt rein oder raus? Nein, komme ich auch nicht. Leute, leck mich am Arsch. Macht ja sowas von keinen Spaß. Da ist das Klassenzimmer. Da ist gar nichts. Hier bin ich ganz am Anfang. Nein, es ist nicht gruselig, wenn der Schaukelstuhl wackelt. Ja, guck mal, hier bin ich wieder in dem kleinen Flur. Whatever. Hier kann ich mich von meinem Schatten erschrecken. Hier bin ich wieder im Treppenhaus. Wunderbar. Da geht's in die Schule. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Und wo man rein muss. Und ich habe keine Ahnung, was er meinte und wo dieser geheime Raum sein soll. Hab aber dann mal geguckt, natürlich. Geräusche.
Es gibt wohl einen geheimen Raum. Was ist das denn? Die Lampe. Die war schon so gebrummt. Zumindest fängt sie mir wieder an. Ich habe nur vergessen, wo er ist. Hier nicht. Hier war ich schon, ne? Ja, ja, klar. Da war ja das mit der Puppe. Ja, wer möchte? Ich bin kein Böse, wenn er jetzt vorspult. Bis ich diesen verkackten Secret Room gefunden habe. Ich meine, irgendwas war. In dem Zimmer, wo ich am Anfang gewesen bin. Hallo. Das haben wir ja auch schon. Hier, hier, hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich diesen Hinweis, ob ich das vergessen habe, ob ich das beim letzten Mal überhört, übersehen habe oder... Ich habe jetzt auch gerade in den Aufzeichnungen geguckt, aber da stand hier nun nichts oder... Ich gucke nochmal rein. Das ist der letzte Talisman, ich muss ihn bla bla bla. Der Weg weist das Muckelbot das Weg, während ich das Haus absuche. Mit Ellie gesprochen, schrecklichen Fehler, Dämon und Puppe, Moment geschafft, die mir getötet haben, aber ich kann alles in Ordnung bringen. Eine Anweisung für das Ritual genannt hat, so wurde ich für 5 Talismane, 5 getrocknete Akonite, magische Kräfte, bösen Geister stört. Rituelle Dachboden, Kreis, ohnmächtig. Frau, Puppen, verdammte Puppe. Geheimer Raum, dieses seltsame Loch in der Wand. Ich muss herausfinden, wohin es führt, vielleicht. Eine Vision, Vergangenheit. Ja, aber wie ist man denn jetzt darauf gekommen? Also das erschließt sich mir jetzt überhaupt nicht, dass hier der geheime Raum. Geheime Haum, Haume gerade, blablabla. So. Ah ja, guck mal. So, da ist doch schon mal, der ist ja ganz. Ah. Da muss ich bestimmt hier irgendwo hier, da, guck mal. Aha. Aha. Hoppla. Das sieht mir doch nach einem geheimen Raum aus. Das hört sich auch ziemlich geheim an. Also... Wie gesagt, falls jemand, liebe Nicole, kläre mich auf, was ich verkehrt gemacht habe. Was ist denn hier eigentlich? Wo bin ich? Ah, aha, was ist? Nein, das kann aber nicht. Das kann doch nicht die Tür sein. Wo ich vorhin rein, was ich meinte. Doch ist sie das, aber ich bin doch von... Nein, ich komme von da, aus dem Gang. Boah, Erik, jetzt... Ah! So rum wird ein Schuh draus. Tada! Wir werden alles tun, mich aufzuhalten. Sie werden nicht so einen Versuch lassen, mich abzuhalten, dritte Saal werden. Ich darf mich nicht von Ihnen erwischen lassen. Das ist ja eine ganz neue Erkenntnis. Komme ich jetzt da raus? Hallo? Nö. Ich darf mich nicht erwischen lassen. Die sind ja lustig, ey.
Was ist das denn da? Das war doch vorher noch nicht da. Nicht, dass mir das gefällt. Das ist eine Puppe. Ach. Die steht am Kopf. Oh. Der sich gerade, ich wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt? Da dreht sich doch was. 8696. Aber. Ich weiß es wieder. Ohne, dass ich gucken muss. Was habe ich mir da abgebrochen damals? Die Puppe ist der Hinweis. Die stand am Kopf. Das heißt, die Zahlen sind nicht 8696, sondern 9689. Oder 9869. Wir sind ja von links nach rechts, also würde ich sagen 9689. Ich wollte gerade fragen, wo ist denn die Tür? Hallo? Ja? Wieso geht W und S nicht mehr? Hä? Bitte keinen Bug, ey. Ich leg Kotze. Ich kann das scheiß Ding nicht drehen. W und S gehen nicht mehr. Moment. So, ich habe das schon mal gestartet, das Spiel. Und da habe ich jetzt festgestellt, also ganz ehrlich, was ist das für eine bescheuerte Steuerung jetzt? Mit Q komme ich raus. Für Quit. Mit E komme ich rein. Mit A und D kann ich hin und her schalten, dann wäre ja für mich logisch die Steuerung, dass man mit W und S hoch und runter kommen kann. Nein, man kann das Rädchen drehen mit E, mit dem ich reingekommen bin. Also E benutzen, da muss man anscheinend wirklich E benutzen. Was habe ich gesagt? 9689, ne? Und ich kann mit E also auch nur vorwärts, ich kann also nichts verändern. Entschuldigung, aber das ist wieder so eine Scheiße, wo ich dann denke, was soll denn das für ein Mist sein? Aha. Ja, das gucken wir uns doch mal an, ne? Ja, sicher, am Arsch der Welt. Blitz, Blitz, was ist denn das? Was ist denn das für eine Leiter? Wo kommt die denn her und wo ist die? Ich bin etwas verwirrt. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich bin. Das ist der Raum, wo ich gerade reingekommen bin. Da geht es auf den Dachboden, ja klar.
Jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier ist jetzt eine Leiter, die vorher noch nicht da war. Und da muss ich hin. Ah ja, okay. Das habe ich übrigens auch erstmal gecheckt, dass man hier ja jetzt total leicht auf die andere Seite kommt. Aber nein, was mache ich, Dip? Renne wieder voll Horst einmal durch die ganze Bude. Schon? Nein, natürlich nicht. Was ist jetzt? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Dacko, Dacko, Pfeffer für die Nerven, ey. Oh ja, klar. Bis gleich. So, ich hab's schon mal versucht. Uli kommt jetzt rein, geht da hinten die Ecke und deswegen laufen wir hier raus. Das habe ich vorhin mal versucht. Hat auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Hauptsache, sie kommt jetzt nicht hinterher. Was er anscheinend tut. Wir sind hier unterwegs. Ah ja, der Schrank ist im Arsch. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Und wir sind tot. Doch nicht. Ich hab's geschafft. Ich hab Mutti abgehängt. Also, zurück auf den Dachboden. Wo immer das war. Oben. Wahrscheinlich hätte ich direkt weiter hochlaufen können auch, ne? Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Das war ja jetzt wieder reine Effekttascherei. So, und ich meine, jetzt geht die Party erst richtig los. Denn jetzt wird das wirklich so ein Hide-and-Seek-Rennen. Und ich sag ja, also ich meine mich zu erinnern. Ich meine auch, dass ich irgendwann mal einfach aufgegeben hatte, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe es, glaube ich, einmal durchgespielt und da habe ich zig Stunden dran gesessen. Ah ja, hier, ne? Da! Papa! Papi! Papi! Okay. Lass mich raten. Hier ist ein Papi. In den roten Kreis. Schmeißen.
Da fallen wir erstmal um. Und stehen auch nicht wieder auf. Da, Monokel haben wir nicht mehr. Inventar haben wir auch nicht mehr. Das ist mir jetzt aber sehr komisch. Das ist wieder diese komische Musik. Och nee, jetzt, was kommt denn jetzt? Dieses lustige Spielchen, wo ich gerade die Tür aufmachen kann. Aber vielleicht hätte ich mal die erste gucken sollen, ne? Ja, hier ist ja nur... Hä? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre jetzt aufgeschlossen. Ja, Kinders. Check ich sie da nicht, oder wie? Renne ich wieder zu schnell? Was ist das denn jetzt? Ach, wie lustig. Ach, wie lustig. Ja, okay. Das hatte man ja auch schon mal, das Spielchen. Foto. Mhm. Ach, hier war ich doch auch schon mal drin. Hier war doch dieses mit diesem Sonnensymbol hier, ne? Irgendwie. Irgendwo. Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Sieht ja nicht so aus, ne? Dann gehen wir wieder raus, wenn es geht. Geht. Ah, Schloss ist weg. Sag mir nicht, ich bin draußen. Na, da kommt noch irgendwas. Peter. Na, wer bist du denn? Mama? Okay. Oh, Peter. I'm so sorry. Now you have to rectify everything. Because I couldn't. We're outside. We can get out of here. What about aliens, Henry? They are still under the sea. Yes, you don't. I promised Ellie, though. But what if I die? What if I'm here only to die? There is no death. I love you too. Also, geht weiter. Schmeckt gerade so lecker. Sehr lustig.
Was ist denn die, sind Ihnen die Ideen ausgegangen, dass er jetzt hier den Klinkenputzer machen muss? Ich glaube, ich musste was machen. Aber was? Einen Schrank finden? Ne, hier unten links war das, ne? Nein, war es nicht. Ach nee, sag mir nicht, ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Ja, sicher. Ja, bis gleich. Ja, wir sind wieder vor der Tür. Ich bin wieder an so einem Punkt, wo ich sage, nee, ganz ehrlich. Also man muss diese ganze Sequenz übrigens nochmal machen, von vorne bis hinten. Ja. Ich möchte jetzt weglaufen. Kann ich nicht. Komm, beweg dich, Alter. Jetzt kann ich. Ah ja. Oh! Oh, ich bin richtig. Ich bin richtig. Also man hat echt so das Gefühl, denen sind zum Schluss die Ideen ausgegangen. Timmy! Papi! Das war ich nicht. Das? Schokolade. Das war ich nicht. Ach. Look through the eyepiece. Mach ich? Ja. Entschuldigung. Ja? Was habe ich davon? Also ich sehe gar nichts. Ich sehe es. Leuchtet da irgendwo was? Ich renne mal einfach. Nö, also ich sehe hier da die Kerzen. Hä? Brauche ich nicht, habe ich gerade schon gehabt hier. Da. Hä? Hallo, nimm das. Renn doch mal, du Assi. Vor allem, was muss ich jetzt machen? Hä? Was muss ich jetzt machen damit?
Würde ich das da hinlegen oder was? Oh! Ha! Ja, so, und das ist das, was ich meinte. Das ist jetzt so ein sinnloses Rumgerenne hier, wo ich echt keinen Bock mehr drauf habe. Und jedes Mal muss man die gleiche Scheiße wieder machen. Muss ich das irgendwo hinlegen? Einen mache ich noch. So, und wenn ja, wo? Bitte zeigen im Licht. Hier ist kein Licht. Wo bin ich jetzt denn? So, hier ist nichts, wo ich was hinlegen kann oder hinlegen soll oder hinlegen muss. Steht die da so, ne? Ja. Oh. Oh. Ja. So. Wie schon gesagt, Schnauze voll, Arsch lecken. Wer sich das Ende angucken möchte, kann das gerne machen. Kann sich das bei... Wie gesagt, ich empfehle immer Schaui, der ist auch ganz lustig. Der hat das auch ganz durchgespielt. Der hat sich da also durchgequält. Ich mach das nicht, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also, für mich ist das Spiel hier zu Ende. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse. Aber wie gesagt, mir macht das so einfach keinen Spaß mehr. Es war bis hierhin eigentlich ein Top-Spiel. Deswegen weiß ich auch, dass ich das damals nicht aufgenommen habe, weil ich 1000 Tode gestorben bin. Also im Spiel, nicht vor Angst oder so. Es wird irgendwann einfach nur noch nervig. Du bist also nur noch am Rumrennen. Ich glaube, da waren noch hinterher Ventile, die man drehen musste. Ja, genau, genau. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt mit den Klamotten... Nee. Wie gesagt, ich hoffe, seid mir nicht böse. Trotzdem, schön und Dankeschön, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Ich habe mich wieder saublöd angestellt, ich habe schon gemerkt. Also letztendlich, wie gesagt, das Spiel bis hierhin... Ist es wirklich toll, hat Spaß gemacht. Man muss halt viel suchen, Rätsel lösen etc. finden. Aber ab jetzt wird es für mich immer unsinniger und ist nicht mehr meins. Und in diesem Sinne, trotzdem wie immer, herzlichen Dank fürs Zugucken und auf Wiedersehen.